Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Anduril. So, ich habe mir gedacht, komm, ich nehme doch einfach schon auf, auch wenn ich das hier alles offscreen machen wollte. Da wird das hier alles gemeinsam entdecken. Ich habe übrigens eben gerade, als ich zurückgelaufen bin, die Kaserne kurz entdeckt. Anscheinend hat sich das gerade automatisch so gemacht gehabt. Wir wollen zum Marktplatz. Keinen Anstand mehr, die jungen Leute von heutzutage. Aber ich frage mich... Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Leib Brot von den Weinen in eure Hände wandert. Haben wir vielleicht hier irgendwo eine sichere Truhe? Ihr da, warum schaut ihr mich so dämlich an? Hm? Ist hier irgendwo eine sichere Truhe, wo ich mein Zeug ablegen könnte? Ist der Marktviertel? Jetzt haben wir auf jeden Fall das Rentenviertel auch schon mal in der Karte eingezeichnet. Gucken wir uns mal später an, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir reisen zum Marktplatz. Da müsste ja auch der Jesper auf uns warten. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir wieder in die Gruft gehen, denn da haben wir ja gerade eine Quest aktiv. So, hoffentlich ist jetzt da eine sichere Truhe. Das wäre ganz nett. Hört meine Worte, oh ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Hier ist also der Marktplatz. Ah, da ist Jesper. Da ist eine sichere Truhe. So, sehr schön. Hier. Wir haben einiges an Tränke dabei. Die können wir eigentlich alle gut verkaufen. Die Lebensringe werden wir diesmal mal behalten. Gifte legen wir mal rein. Die verkaufen wir. Wir haben sogar eine Ambrosia dabei. Interessant. Aber da werde ich mir, denke ich, jetzt gleich mal selbst was zusammenbrauen. Weil diese Ambrosia-Dinger sind doch schon einiges wert. So, hier würde ich gerne die Set-Sachen reinlegen. Oder jedenfalls das, was wir es hier gefunden haben. Und auch die Ringe kommen da rein. Den hinterher werden wir gleich verkaufen. Und ich habe übrigens auch ein bisschen gelootet noch. Und habe einen Bogen gefunden, wobei ein Schaden mehr. Aber dafür drei mehr Gewicht. Da lohnt sich der Jagdlangbogen eigentlich nicht wirklich. Zu dem behalten. Den sollten wir vielleicht mal in der Gruft einsetzen. Muss ich mir auf jeden Fall noch merken. Und ich habe halt auch noch unterwegs ein paar Leichen halt, wie gesagt, geplündert. Gerade damit wir ein bisschen Cash wieder haben. Deswegen gucke ich jetzt mal, wo wir hier die Sachen halt kaufen können. Die Waffen. Der Matrosen ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? Äpfel, Orangen, nur das Beste hier. Auf zum Schmiedewerk. Schöner Marktplatz übrigens, gefällt mir sehr gut. Hallo. Fester Stahl zu moderaten Preisen. Ja, was habt ihr? Seht euch ruhig um. Was hast du im Angebot, Kumpel? Alles für den wegestreuen Kampf. Alles klar, dann zeig mal dein Zeug oder ich zeig dir eher mein Zeug. Da, guck mal an. Brauche ich alles nicht. Ja, das passt da an der Stelle schon mal. Der nimmt auch nicht alles von meiner Rüstung an, sehe ich gerade. Aber er würde mir die Tränke abkaufen. Das ist doch schon mal was. Ausdauer brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die behalten wir auch, weil Festigen ist schon... 81%, ach so, okay, aber trotzdem. Die behalten wir auf jeden Fall auch. Die behalten wir. Morgenluftdrang brauchen wir auch nicht. Und den Schockschutzzauber-Dingens-Kirchens hast du nicht gesehen, brauchen wir eigentlich auch nicht. Dinger behalten wir mal.
Ach ja, genau, die ganzen Sachen werde ich jetzt auch mal noch in die Sicherheitstruhe legen gehen. Schaut mal wieder rein. Kaufen werde ich jetzt natürlich nichts. Wir kommen ja eigentlich soweit noch ganz gut zurecht hier. Madam? Ja, hallo. Da. Quecksilber, das finde ich ganz cool, dass wir sowas haben. So. Das werde ich noch irgendwie verkaufen, wenn das irgendwie möglich ist. Kann ich hier irgendwo alchemieren? Ja, das kann ich. Ambrosia, dann stellen wir mal ein bisschen was her. So, einmal herstellen. Dann Ambrosia hergestellt. Als ich mich verlassen. Ja, ich weiß, haben wir jetzt wahrscheinlich noch Frost widerstehen dazu. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Weil wir haben ja aktuell wieder einen Nachteil. Da um 10%. Für den Freund der wegestreuen Magie. So. Wie gesagt, ich habe jetzt ja auch so ein Diadem auf. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Rüstungsklasse auch. Und ich schätze mal, sollten wir uns wirklich eindecken, mal vorsichtshalber noch mit Genesungstränken. Die hatten wir doch, glaube ich, alle vertickt, ne? Also ich glaube, wirklich aufgehoben davon habe ich jetzt nichts, oder? Ich hatte doch nur Mana-Tränke und Gifte und sowas halt. Ah ne, hier haben wir... Ne, das sind Festing. Spinnengift behalten wir auch mal noch. Ich habe vergessen, die Schockzauberdinger-Kirchen zu verticken. Fällt mir gerade ein. Hallo! Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Ja, was ist im Angebot? Aber immer doch. Wir reden uns hier mal wann anders damit, mit jedem durch. Wir machen jetzt erstmal die Quest. Das ist mir erstmal wichtiger. Ich wollte dir Folgendes verkaufen. Hä? Was sind denn hier meine Tränke? Da! Oh! Hier, guck mal. Ich brauch die nicht. Schreitet wohl! So, ist hier irgendwo wieder ein Reiseschild, wo wir zum Haupttor kommen? Da, oder? Nee. Da! Ach Quatsch, wir können ja jetzt einfach... Moment mal, wir können jetzt ja einfach so... So zum... Zur Kaserne reisen. Genau, da will ich nämlich hin. Die Kaserne. Gut, dass ich die da doch eben noch entdeckt habe. So, wir haben jetzt keine Tränke dabei, aber wir haben ja auch noch eine Wohltat im Notfall. Müssen wir halt dann wieder mit Arkanistenfieber uns umschlagen. Aber das ist mir jetzt gerade erstmal egal. Wir sind ja eigentlich so ganz gut vorangekommen. Arkgruft, ist das wirklich die ganze Gruft von Ark? Weil dann ist sie bestimmt riesig. Ich weiß halt nicht, ob wir das schaffen. Ich meine, dass wir überhaupt schon, glaube ich, so weit gekommen sind, ist ein Wunder. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich einfach hier gerade nur richtig viel Glück habe, wie ich die Gegner besiege, indem ich die halt über lange Zeit mit meinen Blitzzaubern erledige. Oder ob das eigentlich auch normal ist und ich sollte eigentlich schon hier reingehen mit meinem aktuellen Level. Was kommt mir halt so vor, echt, dass ich hier nur auf die Schnisse kriege? Wieso sind wir eigentlich immer noch so schwer beladen? Das könnte es sein, Stab der Krankensee, das ich absorbieren kann. Ich habe noch einen Edelstein dabei. Habe ich vergessen abzulegen. Ich bin ja bei allem. Eigentlich könnte ich die auch mal ablegen. Die wiegen ja auch ein bisschen was. Ah, jetzt habe ich vergessen, den zu verkaufen. Ach,
komm, weißt du was? Weg da mit dem. Den brauche ich jetzt nicht. So. So, normalerweise hätte ich jetzt hier den Part gestartet, aber wie gesagt, ich würde euch doch da lieber mitnehmen. Ich habe auch noch Fokus ausgerüstet, ich hoffe doch. Was mache ich denn hier? Ja. Oh, den können wir so gut besiegen, das ist schön. Oh. Das ist aber nicht nett. Der macht ganz schön viel Schaden. Holy moly, das hört mir jetzt gerade auf. Nein, sie haben mich gesehen. Scheiße. Was? Alter! Sollte lieber erstmal rennen. Wie kam der da jetzt durch? Ich hänge fest. Seht ihr das? Ich komme hier nicht mehr durch. Ich glaube, es ist verbuggt. Holen wir sie mit dem Bogen. Können wir uns hier erlauben. Ich komme auch nicht mehr hier durch. Aber ich habe Zeit. Alleine kam durch. Hallo. Die sind schlau, die warten. Packen wir die. Wahrscheinlich nicht. Das war's mit meinem Zauber. So, zack. Die holen wir alle. Und wir sind Level Up. Eindeutig Lebensenergie. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu reden. Aber wir nehmen wieder alles mit. Kommen, solange wir es können. Also hier... Ich glaube, wir sollten wirklich einfach hier nicht sein. Oh, was haben wir denn hier? Eine verzauberte Waffe und ein Gesellenschloss. Oh, scheiße, das weiß ich, ob wir das packen. Ja, Geselle habe ich schon immer gehasst. Und was haben wir drin? Ein paar Groschen, warum nicht? Und nochmal ein Schloss. Oh, das nehme ich. Oh, eine Goldschüssel. Was haben wir denn da jetzt? 14 Groschen, wow.
Das war also alles da drinne. Ein Stahlschaltkolben, nice, ganz cool. Die Schrift von hier nicht mitnehmen kann, aber klar, das ist einfach nur dazu da, um das Ganze ein bisschen auszuschmücken, finde ich ganz cool. Das kann ich jetzt wieder mitnehmen, das ist lustig. Okay, ich gehe da lieber nicht, sonst bugge ich mich da noch irgendwie fest, weil ich schätze mal, da geht es unten nicht wirklich weiter. Was war denn das? Achso, das war die Tür einfach nur. Oh, Wein. Wein lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Oh, das lohnt sich. Nochmal ein Schloss. Ah ja, ich glaube, der Mod, der funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ach komm, nein, Einzelteile haben wir jetzt mal genug dabei, aber das nehme ich mal mit. Und da oben müssen wir hin. Wir sind am Ziel. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier erstmal noch weiter erkunden? Oder wollen wir es erstmal lieber sein, weil das geht hier noch ein gutes Stück weiter. Oh mein Gott, das ist ja viel größer als erwartet. Ich glaube, nein. Ich bin froh, wenn wir das hier hinter uns gebracht haben. Jetzt sagt mir nicht. Jetzt sagt mir nicht. Ich hätte das eigentlich alles gar nicht machen müssen. Wehe. Und wie, das Game hat mich jetzt irgendwie durch diese Gruft geführt. Dann fliegen hier aber die Fetzen. Oh, Betorik, geil, gar nicht gesehen. Oh, leck, oh, leck, oh, leck. Was ist das hier? Sollte das hier so sein? Ich höre überall Untote. Überall. Ich häng fest! Oh, so können wir die gut reinlegen eigentlich. Oder auch nicht. Hallo? Stirb! Die hat auf jeden Fall ein anderes und neues Schwert. Ich hoffe, es ist besser als meins, was ich jetzt gerade habe. So, den Bogenschützen müssen wir eigentlich so gut besiegen können. Vorbei, mein Freund. Wieder vorbei. Zack. Ein Runenbogen. Was ist das für ein Geräusch? Guck mal an, wenn ich hierher komme. Ist hier irgendwie ein ganz komisches Geräusch. Hört ihr das auch? Ach, genug Einzelteile haben wir. So, jetzt erstmal schnell was essen. Was ist denn das? Sind das hier die Lichter? Ich finde das schon eh ganz krass, dass es das hier überhaupt gibt, aber okay. So, einmal auf jeden Fall den Quicksave setzen, dann will ich mal noch gucken, ob wir jetzt ein stärkeres Schwert haben. 8 und das Runenschwert hat 11, ne? Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, oder? Würde ich sagen. Dass wir ab sofort jetzt damit spielen. Nochmal ein
Quicksave setzen. Hallo, wie treffe ich denn nicht? Wir locken dich wieder an meinen Lieblingsort. So, tschüss. Wir holen euch alle weg. Es bleibt keiner am Leben. Quatsch, den anderen haben wir ja da hinten irgendwo erledigt. So, alte Nordpfeiler, alte Eisenpfeile brauche ich jetzt auch nicht. Aber der Part ist auch wieder vorbei, also das ist hier echt riesig. Ein Eichenbogen. Ja, der lohnt sich, glaube ich, theoretisch. Oh je. Werden wir denn hier hingeschickt? Eine Muratte? Was? Oh, Rattenfleisch, was Neues, sehr schön. Wir sollten so langsam mal auch wieder Essen mitnehmen. Die sind alle so gestorben. Ich hörte noch hier ein Skelett irgendwo, oder? Ja, das zweite Band kennen wir ja, ne? Rhetorik, nochmal, schön. Das ist immer gut. So, wir haben einen neuen Bogen. Ich glaube, der... Oh, wir haben auch einen... Unbogen. Schaden... Moment. Ach, da oben, genau. Schaden 10, Gewicht 7. Ja, komm, nee, wir nehmen den jetzt. Den Runenbogen als neuen Bogen. Der wiegt 9, macht aber Schaden 14. Das ist auf jeden Fall eine Ecke mehr. Ach Mann, jetzt habe ich gerade so ein mieses Gefühl, ich habe das übersehen, da oben. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ich sehe auf jeden Fall hier noch ganz, ganz viele Skelette. Das gefällt mir nicht. Okay, gut, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, jetzt haben wir der Hartende. Ah, oder haben wir noch mehr von den Leichen? Ja gut, die haben ja eh nichts dabei. Warum sollten sie auch? Und dann, bevor wir da durch diese Tür hier gehen, sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Endeavor. Macht es gut. Ciao.